Hallo ihr Lieben, heute ist der 7. November, es ist Mittwoch und ich dachte mir, wir starten mit einem neuen Weekly Reading. Es wird mal wieder Zeit und ja, ich weiß noch nicht, wie lange ich dieses Weekly Reading ziehen werde. Ich weiß noch nicht, wie oft ich mich melden werde zwischendurch, keine Ahnung, mal gucken. Ich habe auf jeden Fall gerade Lust, mit euch zu quatschen und deswegen dachte ich mir, ich melde mich einfach mal und ja, zeige euch, was so in den letzten Tagen für Bücher bei mir eingezogen sind und was ich gerade lese. Und ich dachte mir, ich gebe euch ein kurzes Update zu Milo, wie es dem so geht. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem kleinen Stinker auch einfach mal. Dem Kleinen geht es soweit sehr gut. Verheilen tut das Ganze auch super. Er belastet das Bein immer noch nicht so hundertprozentig. Ich habe immer das Gefühl, er hat Angst, da zu viel Druck drauf zu geben. Und ich denke mal, es wird auch wahrscheinlich alles noch ganz schön wehtun. Und ja, aber verheilen tut es gut. Die Narbe sieht richtig gut aus. Er hat halt quasi am Oberschenkel hat er sich wundgerieben vom Verband. Das dauert gerade ewig, ehe das heilt. Da ist die Narbe schon längst verheilt, da wird er mit dem Ding noch Probleme haben. Aber ansonsten geht es dem kleinen Scheißer gut und ja, es sieht alles sehr, sehr gut aus. Er liegt jetzt gerade unten mit seinem Plüschtier. Das Einzige, was Milo auch ganz schön nervt, ist, er darf momentan nicht alleine in einem Raum sein, sondern er muss immer bei uns bleiben, weil er sonst diesen Plastikkragen drum kriegt. Er leckt sich eigentlich nicht an der Narbe und auch nicht an der anderen Wunde rum. Aber wenn wir nicht dabei sind und nicht zugucken, dann kommt er dann doch schon mal in Versuchung, da dran rumzulecken. Deswegen kriegt er immer diesen komischen Plastikkragen dann drum, wenn wir gerade nicht im Raum sind oder gerade irgendwas machen müssen, wie in der Küche hantieren oder so. Ja, das findet er dann immer gar nicht lustig. Aber Alternative ist, dass er zu mir mit in den Raum kommt. Das findet er dann teilweise auch nicht lustig. Also das ist gerade so unser kleines Problem und unser kleines Spiel, was wir gerade spielen. Plastikkragen, ja oder nein. Schlafen muss er leider auch mit dem Plastikkragen, weil ich kann nachts, das ist echt, ich schlafe sonst nicht richtig, wenn ich die ganze Zeit horche, ob der sich irgendwo leckt oder nicht. Weil wenn er sich anfängt, die Wunde zu lecken, leckt er sich alles wieder auf und dann wird das alles wieder wund und wir fangen wieder von vorne an und das wollen wir ja nicht. So, so viel zum Hund. Also ihm geht's gut, alles soweit im grünen Bereich. Mein Bester muss morgen nochmal 11.30 Uhr zum Arzt. Da wird nochmal untersucht und da guckt der Arzt sich die Narbe und das alles nochmal an und dann, ja, schauen wir mal. Ansonsten, was kann ich euch noch berichten? Auf Arbeit läuft alles. Mit der Versicherung wegen meinem Kleid ist inzwischen auch endlich alles geklärt. Wir wollten einen neuen Computer kaufen und wir haben jetzt endlich das Geld zusammen gehabt für den neuen Computer. Und ja, hat mein Bester heute die Bestätigung bekommen, dass die Grafikkarte, die wir haben wollten und der CPU leider ausverkauft ist. Ich hoffe nur, dass unser Computer, den wir jetzt haben, nicht irgendwie noch den Arsch hoch macht auf gut Deutsch. Weil der muckert nämlich so langsam so ein bisschen rum. Ich meine, der Rechner ist... Wie alt ist dieser Rechner jetzt? Ich glaube 10, 11 Jahre ist der auf jeden Fall. Warte mal, den haben wir gekauft, kurz bevor ich da... Also er ist 10 Jahre ungefähr, ist der Rechner jetzt. Und er ist so langsam ein bisschen altersschwach, deswegen wollten wir einen neuen kaufen. Genug von mir und meinem Leben und dem ganzen Scheiß, kommen wir mal zum Wesentlichen, und zwar zum Lesen. Ich lese im Moment Die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidel. Ich bin hier so ungefähr auf der Hälfte, auf Seite 310 von 300, ich glaube 340 Seiten oder so sind es. Also... Ich bin, sagen wir mal, ich bin bei der Hälfte und ja, ich versuche dieses Buch diese Woche noch fertig zu bekommen, denn zum einen ist die Geschichte sehr, sehr interessant und ich mag die Charaktere und ich shippe Freya und Larkin extrem. Ich shippe die beiden echt extrem. Also und ich schwöre euch, wenn bei den beiden nichts geht, dann flipp ich aus. Dann flipp ich aus. Also ja, ich mag das Buch bisher sehr, es gefällt mir sehr, sehr gut und wie gesagt, ich shippe Freya und Larkin ohne Ende. Ich spoilere euch da nicht, weil das eigentlich ziemlich offensichtlich ist, was mit den beiden also abgeht. Dann habe ich überlegt, was ich neben dem Fantasy-Buch noch so lesen könnte und ich lese ja da meistens noch eine Liebesgeschichte und habe dann überlegt, erst wie die Erde um die Sonne zu lesen und dann dachte ich so, nein, du liest jetzt endlich erst mal den dritten Teil der Green Mountain-Serie fertig, da hatte ich ja die ersten 110 Seiten schon gelesen und ja, und habe dann gestern dort ein bisschen weitergelesen, ich bin jetzt auf Seite 172. Und hier versuche ich auch heute noch ein bisschen weiterzukommen, wie auch bei Die Krone der Dunkelheit. Bei Die Krone der Dunkelheit würde ich heute gerne 100 Seiten lesen. Und wenn ich dann noch Lesezeit habe und Lust habe, werde ich hier noch ein bisschen weiterlesen. Denn ich möchte dieses Buch endlich beenden. Es liegt hier schon seit, ich glaube, 5 Wochen oder 6 Wochen jetzt rum und wartet, dass es zu Ende gelesen wird. Und ich komme einfach nicht dazu wegen dieser ganzen Rezi-Exemplare in den letzten Wochen. Deswegen... bin ich happy, wenn ich das dann jetzt hier endlich weiterlesen kann. Und ich freue mich schon echt auf die Geschichte von Hunter. Also, ja, bin schon sehr, sehr gespannt, was da so abgeht. Ja, das sind meine 2 aktuellen Currently Readings. Dann habe ich noch ein paar Neuzugänge, die zeige ich euch jetzt. Und zwar zum einen habe ich von meiner lieben Annika, ich
danke dir nochmal wie verrückt, dieses Schätzchen hier bekommen. Das hat sie mir als kleine Aufmunterung zugeschickt, wo es mir nicht so gut ging. Und ja, ganz, ganz viele schwärmen ja über dieses Buch und ganz, ganz viele sagen, wie unglaublich gut das ist. Und Annika und ich, wir wollten jetzt herausfinden, wie gut das ist. Und deswegen hat sie es mir geschenkt. Vielen, vielen Dank, liebe Annika, an dieser Stelle. Ich bin immer noch happy und ja, ich freue mich sehr. Und ja, das habe ich, wie gesagt, von der lieben Annika bekommen. Und tausend, tausend Dank nochmal, meine Gute. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Werde auf jeden Fall ganz, ganz bald mitlesen und euch berichten, wie diese so ist. Dann habe ich von meinem Schatzi noch bekommen, dieses Schätzchen hier, Palace of Fire von C.E. Bernard. Das ist der dritte Teil der Palace of Glass Reihe. Und ja, den hat mir mein Schatzi von seinen Payback-Punkten gesponsert. Ich habe mich immer beschwert, dass er mal tanken fährt und immer die ganzen Aral-Payback-Punkte einkassiert und nie meine Karte mitnimmt. Und da hat er mir jetzt von seinen Payback-Punkten das Buch hier gesponsert. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das ist der dritte Teil der Reihe. Das heißt, ich kann die Reihe dann irgendwann auch mal beenden, wenn ich das Paket hier ausgepackt habe, das eine, nämlich dieses hier. Das ist ein Paket, das habe ich auch von meinem Schatzi bekommen und zwar hat er mir den einen Tag ein Buch bestellt, auch weil es mir, glaube ich, nicht gut ging. Ich glaube, an dem Tag ging es mir auch nicht gut. Irgendwas war an dem Tag. Auf jeden Fall wollte er mich aufmuntern und wollte mich überraschen und hat mir dann das Buch bestellt. Und da er sich aber nicht sicher war, ob es das richtige Buch ist, hat er mich nochmal gefragt, ob es das richtige ist. Und deswegen weiß ich, was da drin ist. Und zwar hat er mir bestellt... Moment, ich hoffe, es ist das richtige Buch hier drin. Ich hoffe, ich kriege diese Verpackung auf. Oh, guck mal, hier ist irgendwie gerade alles komplett auseinandergerissen. Das ist aber auch einhändig immer diese Pakete aufmachen. Das ist echt ein bisschen schwierig. So. Ich gebe alles, wie ihr seht. Ich habe es geschafft. Genau. Und zwar ist in diesem Paket Palace of Silk von C.E. Bernard. Das ist der zweite Teil der Palace of Glass Reihe. Der hat mir ja auch noch gefehlt. Und ja, den hat mir Schatzi, wie gesagt, auch geschenkt an dem einen Tag, wo es mir so richtig schlecht ging. Also ich war ja krank und da ging es mir den einen Tag richtig, richtig scheiße. Da war ich auch emotional komplett am Boden. Und das war auch der Tag, wo Annika entschieden hat, mir das Buch zu kaufen. Ich glaube, da habe ich einfach so viel rumgejammert. Und ja... Habe Bücher abgestaubt. Nein, also mir ging es wirklich schlecht. Auf jeden Fall hat mir Schatzi als kleine Aufmunterung das Buch hier gekauft. Und wie gesagt, damit ich die Reihe vollständig habe, hat er seine Payback-Punkte geopfert und hat mir noch den dritten Teil gekauft. Das heißt, ich kann die Reihe jetzt auch endlich beenden, wenn ich dann irgendwann mal dazu komme. Auf jeden Fall kann ich sie jetzt fertig lesen und da bin ich sehr, sehr happy drüber. Und ich freue mich sehr, dass ich die zwei Bücher jetzt auch endlich habe. Yay! Und ja, dann ist heute noch ein Paket angekommen und zwar dieses hier. Und ey, es ist so schwer, dieses Buch, was da drin ist. Ich weiß auch hier, was drin ist. Aber ich habe noch nicht reingeguckt. Aber dieses Buch ist ultra schwer. Aber ich glaube, das andere davon war auch schon so schwer. Ich versuche auch hier wieder einhändig das Buch aufzumachen. Aber hier sind diese Klammern dran. Hier diese Buchklammern. Die muss ich jetzt erstmal aufbiegen und aufmachen. So, wartet. So. Hier haben wir das Paket. Yay, es ist das Buch. Und wenn ich euch jetzt das zeige und ihr in meinen letzten Weekly Readings aufgepasst habt, dann wisst ihr jetzt auch schon, was für ein Buch da drin ist. Ich habe nämlich ein Buchpaket von Lovely Books bekommen, denn ich habe ja bei Lovely Books Bücher gewonnen. Und zwar... Oh mein Gott. Vollendet. So, ich mache mich erstmal hier paketfrei. Und zwar habe ich ja vollendet gewonnen, die komplette Reihe. Und der zweite Teil ist jetzt Ende Oktober rausgekommen. Und da ist das Schätzchen. Und oh mein Gott, dieses Buch ist mal mega dick, ey. Gut, 500 Seiten. Ist jetzt noch, ist von Laura Kneidl, ist dicker mit 600, aber... Oh mein Gott, vollendet Teil 2, der Aufstand. Den habe ich ja noch nicht gelesen. Den ersten hatte ich ja in der gebundenen Ausgabe schon gelesen. Den hier noch nicht. Und ich freue mich. Und oh mein Gott, es ist kaputt. Nein. Scheiße, es ist kaputt. Kacke, seht ihr das hier? Seht ihr das? Hier, stell mal scharf, Kamera. Kamera, stell scharf. Da, hier, seht ihr es? Da, es ist kaputt. Oh mein Gott. Nein. Ja, es ist ein bisschen kaputt gegangen beim Transport, aber mein Gott, das ist halt so. Kann man nicht ändern.
Ich versuche das wieder so hoch zu bibbeln. Vielleicht geht es ja wieder. Das fällt gar nicht auf, wenn man es ins Regal stellt. Ja, auf jeden Fall der zweite Teil von Vollendet ist angekommen. Ich freue mich mega. Und ich finde ja auch die Cover irgendwie cool, weil man sieht nicht auf den ersten Blick, dass das zwei verschiedene Gesichter sind. Das sieht man auch bei dem ersten nicht richtig. Und ich bin schon sehr gespannt, wie diese Reihe hier weitergegangen ist. Der erste Teil hatte ja Gott sei Dank keinen fiesen Cliffhanger am Ende, aber ein offenes Ende. Und ja, ich liebe Neil Schusterman. Size war definitiv ein Jahreshighlight dieses Jahr von mir. Ich bin schon sehr gespannt, wie der zweite Teil von Vollendet ist. Wie gesagt, den ersten will ich auch nochmal lesen, bevor ich den zweiten dann lese. Aber wann ich dazu komme, wir fragen mal die Glaskugel. Vielleicht kann sie uns irgendwie helfen. Und ich werde schon wieder extrem gelb. Warum werde ich jetzt gelb? Warum? Kamera, warum werde ich jetzt gelb? Ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall, das sind die zwei Bücher, die heute noch angekommen sind. Und es sind keine Rezensionsexemplare. Ja, ich erwarte eigentlich auch keine Rezensionsexemplare mehr, außer Catwoman und Revenge Ende November. Also die beiden Bücher kommen ja am 30. November erst raus, das heißt, ich erwarte sie eigentlich nicht vor Ende November, Anfang Dezember. Und dann wollte ich eigentlich den sechsten Teil der Diamonds for Love-Reihe beim Verlag noch anfragen, aber das mache ich dann erst später. Aber ansonsten hatte ich eigentlich auch nichts vor, weiter noch anzufragen. Also wäre ich dann mit den Rezensionsexemplaren für dieses Jahr so gut wie durch. Yes! Das heißt, ich kann mich dann endlich mal meinen Büchern wieder widmen. Und ich jammer immer rum wegen den ganzen Rezi-Exemplaren. Ich habe die ja angefragt und ich wollte ja die Bücher auch gerne lesen. Aber ich hätte halt einfach nicht gedacht, dass ich alles genehmigt bekomme. Das war halt so ein Schock. Weil normalerweise, wie gesagt, kriegst du ja Haufen abgelehnt. Deswegen ich mir auf jeden Fall für nächstes Jahr vorgenommen habe, weniger Bücher anzufragen und wirklich nur noch die Bücher anzufragen, die ich auch unbedingt haben möchte und die ich unbedingt lesen will, entweder weil es Fortsetzungen sind oder Liebesromane. Also ich klammer Liebesroman bei den Rezensionsexemplaren immer so ein bisschen aus, weil ein Liebesroman habe ich echt in 2 Tagen gelesen, weil ich weiß nicht, die ziehe ich immer so weg. Also ist jetzt nicht wie bei einem High-Fantasy-Buch. Bei einem High-Fantasy-Buch zum Beispiel, jetzt hier bei dem von Laura Kleidel, sage ich so nach 100 Seiten so, ja, reicht für heute. Reicht mir. Muss ich jetzt nicht noch mehr lesen. Und bei einem Liebesroman, den ziehe ich durch bis zum Ende so. Weg ist er. Ansonsten hätte ich nur noch eine kleine Frage an euch. Ich bin momentan wieder sehr drauf zu zocken. Mit der Playstation oder auch mit dem Computer. Da spiele ich ja gerade Hausflipper und so. Interessiert euch sowas? Das wäre jetzt noch meine Frage an euch. Interessiert euch sowas? Weil ich persönlich habe ja auch seit neuestem einen Twitch-Account und gucke da ganz, ganz fleißig immer Let's Plays, weil ich weiß nicht, im Moment bin ich echt so drauf und gucke ultra gerne Let's Plays und ich gucke ultra gerne Musician. Falls ihr ihn nicht kennt, ich verlinke ihn euch mal unten in der Infobox. Das ist ein so cooler Let's Player, der hat einen so tollen Humor und der ist mir einfach so sympathisch, der Kerl. Und ja, auf jeden Fall gucke ich seine Let's Plays im Moment rauf und runter. Und ich weiß nicht, ich hätte irgendwie Bock, sowas auch mal zu machen. Deswegen die Frage an euch, interessiert euch sowas? Interessieren euch Let's Plays, Livestreams, wo man zocken tut und ihr guckt zu, könnt Fragen stellen, mit mir das Spiel spielen oder so? Interessiert euch sowas? Bevor ich mich da jetzt hinsetze und mir da weiter darüber Gedanken mache, vielleicht sagt ihr, bloß nicht, lass das. Schuster, bleib bei deinen Leisten, lies weiter Bücher. Nein, aber mal im Ernst, also es ist einfach nur eine Frage und wenn es euch nicht interessiert, dann zocke ich weiter für mich. Also ich will jetzt hier aus diesem Kanal keinen Gaming-Kanal machen, um Gottes Willen. Nein, das bleibt weiter mein Susi-Bücher-Kanal, aber dann wäre die Frage, ob man sowas vielleicht auch mal per Livestream macht, weil ich habe oftmals das Problem, ich würde gerne mal einen Livestream machen, aber so spontan, man braucht für so einen Livestream ja eigentlich immer ein Thema und so spontan bin ich nicht, dass mir immer 50 Millionen Sachen einfallen, über die man reden kann. Und deswegen habe ich gedacht, das ist vielleicht eine ganz coole Art, so einen Livestream mal zu machen, da habe ich nebenbei was zu tun. Wenn ihr gerade keine Fragen habt, könnt ihr mich wegen dem Spiel verlabern. Und ja, deswegen die Frage, würde euch das interessieren, so mal Livestream-mäßig Spiele zu spielen mit mir, zu gucken und Let's Plays zu machen? Ja, wäre dann wahrscheinlich sowieso erst möglich, wenn wir den neuen Computer haben. Denn ich glaube, unser Computer jetzt würde das sowieso nicht schaffen. Aber die Frage einfach mal in den Raum gestellt, würde euch sowas interessieren? Ja oder nein? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ich vermute mal, es geht tendenziell eher Richtung Nein. Aber ich dachte mir, ich frage einfach mal. Und jetzt rede ich schon wieder viel zu lang. Oh mein Gott, es wird wieder ein extrem langes Weekly Reading. Es tut mir leid jetzt schon. Und ja, mehr gibt es jetzt nicht zu sagen. Ich jetzt auf euch zuzublumen und ich melde mich in ein paar Tagen wieder. Ich denke mal, wenn ich die Krone der Dunkelheit fertig habe oder so. Ich wollte ja nicht mehr jeden Furz updaten, deswegen melde ich mich dann später wieder. Hallo!
Milo ist mir gerade auf den Schoß geklettert und jetzt seht ihr mal seinen wunderschönen Plastikkragen. Baby, sag mal Hallo, man sieht dich gar nicht, man sieht nur diesen doofen Kragen. Okay, Milo hat sich jetzt hingelegt, jetzt ist der Kragen weg. Ja, Milo muss immer noch Plastikkragen tragen, denn seine Wunden sehen zwar soweit ganz gut aus, aber er leckt sich halt noch und damit das nicht wieder schlimmer wird, muss er halt mit Plastikkragen rumrennen. Und wenn ich hier drehe, habe ich nicht immer die ganze Zeit ein Auge auf ihn und gucke, was er da so macht. Und deswegen habe ich ihn jetzt den Kragen dran gemacht, weil im Normalfall, wenn wir zu Hause sind und ein Auge auf ihn haben, muss er jetzt nicht den ganzen Tag mit diesem Plastikkragen rumrennen. Aber man kann ja den Hund nicht 24 Stunden am Tag rund um die Uhr beobachten und halt gucken, was er da so treibt. Heute ist Samstag. Ich habe gerade meine Videos für die nächste Woche gedreht, also für Mittwoch, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ich müsste eigentlich noch meinen Lesemonat drehen für Sonntag. Allerdings brauche ich für den Lesemonat jetzt garantiert wieder so eine Stunde, bis ich den abgedreht habe und ich habe gerade überhaupt keinen Bock mehr. Deswegen werde ich jetzt den Lesemonat nicht drehen und ich drehe den dann entweder morgen oder heute Nachmittag oder so. Ich muss mal gucken, wie es passt. Ich wollte mich auf jeden Fall ja nochmal... Oh Gott, was ist denn hier nur los? Handy. Alter, ich muss das Ding mal auf lautlos machen. Auf jeden Fall wollte ich mich ja noch mal ganz kurz melden, um euch zu zeigen, was ich die Woche für Bücher noch gekauft habe. Ich hatte mir noch zwei Bücher bestellt und ja, die habe ich ja dann abgeholt. Und zwar habe ich mir zum einen gekauft den dritten Teil der Ivy Years Reihe, Solange wir schweigen. Das ist ja ein Gay-Roman und ich habe ja sowas noch nie gelesen. Und ich hatte immer so ein bisschen... ich bin aber so ein bisschen vor zurückgeschreckt, jetzt nicht, weil ich irgendwie Probleme damit habe, sondern weil ich einfach immer das Gefühl habe, ich kann mich da nicht so gut reinversetzen und ich weiß immer nicht, ob ich das dann so gut nachempfinden kann und Sarina Bowen ist aber inzwischen einer meiner absoluten Lieblingsautorinnen, weswegen ich es jetzt einfach mal versuche und ich glaube, wenn mich einer davon überzeugen kann, dann Sarina Bowen, weswegen ich mir das Buch jetzt gekauft habe und ich es lesen werde, so schnell wie möglich und ich euch dann berichten werde, wie es mir gefallen hat. Und ich bin schon sehr gespannt, wie gesagt, ob mir das gefällt, ob das was für mich ist, ob ich das nachempfinden kann alles oder nicht oder ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall, was das betrifft, sehr, sehr gespannt und ja, das ist das erste Buch, was ich mir bestellt habe. Und das andere, was ich mir bestellt habe, ist Heartless von Winter Renshaw und ich musste dieses Buch haben, allein wegen dem Cover. Das ist der gleiche Typ wie von dem Cover von Wie die Luft zu atmen im Übrigen. Das hat der Lux Verlag letztens auf seiner Instagram-Seite mal so erzählt. Und ich fand einfach, dass sich die Geschichte unglaublich gut anhört. Das Buch ist dünner, als ich dachte. Wie viele Seiten hatten das? 330 Seiten hat das Buch und ich habe gedacht, dass das eigentlich ein bisschen dicker ist, aber naja gut, ist ja jetzt nicht schlimm. Ja, es sind 330. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Hier geht es ja um Adi und Adi findet ja irgendwie ein Tagebuch und das Tagebuch gehört Ace Amato und er ist ein Ex-Baseballspieler und sie versucht ihm dann irgendwie zu helfen und er will das aber nicht und ja, ich bin sehr gespannt auf die Geschichte. Klang auf jeden Fall übelst gut, deswegen habe ich mir das Buch jetzt auf jeden Fall noch gekauft und ja, ich habe hier einen ganzen Arsch voll Bücher, die ich lesen muss. Oh mein Gott. Aber ich habe jetzt nur noch zwei Rezensionsexemplare. Ich habe jetzt nur noch Talon und Iskari. Und die muss ich jetzt nur noch lesen. Dann habe ich wieder meine Bücher, die ich lesen kann, also von meinem Sub. Und da bin ich schon sehr, sehr glücklich drüber. Ich hatte euch ja, glaube ich, schon erzählt, was ich noch alles für Rezensionsexemplare dieses Jahr bekommen werde. Und ich lese aktuell immer noch den dritten Teil der Green Mountain Serie. Ich weiß nicht, ich habe... weitergelesen. Ich finde die Geschichte auch schön, aber irgendwie packt es mich nicht so, dass ich sage, ich muss das jetzt so einatmen. Also ich kann nochmal 50 Seiten lesen von der Geschichte und dann packe ich die wieder weg. Ich verstehe nicht, warum das so ist. Bei den ersten beiden Teilen war das so, da konnte ich das Buch nicht aus der Hand legen. Da musste ich weiterlesen quasi. Aber hier ist das irgendwie nicht so. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran lag, dass ich so lange Pause gemacht habe bei dem Buch. Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Ich bin da jetzt so knapp bei der Hälfte. Wo liegt es denn da drüben? Ich bin jetzt so ungefähr bei der Hälfte, was die Geschichte betrifft. Und ich versuche das jetzt auf jeden Fall am Wochenende noch fertig zu lesen, heute und morgen. Ich muss mal gucken, wie ich das schaffe, denn jetzt muss ich erst mal schneiden und exportieren. Und das wird jetzt heute wieder wahrscheinlich den restlichen Tag dauern. Und ja, dann habe ich ja auch mit meinem Schatzi mal noch was vor. Und wir wollen ja auch mal noch was zusammen machen am Wochenende. Und Milo ist ja auch noch da.
Deswegen, ich muss mal gucken, wie ich das schaffe. Aber mein Ziel ist es eigentlich, den dritten Teil der Green Mountain Serie fertig zu lesen und mit Talon auf jeden Fall anzufangen. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf Talon und ich bin gespannt, wie das Ganze hier am Ende ausgeht und was die Geschichte für ein Ende hat. Mehr gibt es an dieser Stelle jetzt auch erstmal nicht zu sagen. Achso, ich habe die Krone der Dunkelheit noch fertig gelesen gestern. Habe ich jetzt auch heute gleich mit abgedreht und ist eine gute, solide Jugendteil-Fantasy-Geschichte, aber ich verstehe diesen Hype um dieses Buch nicht so 100%. Ich kann verstehen, dass es viele Leute gibt, denen dieses Buch super gut gefällt. Gerade so Cassandra Clare-Fans werden echt ihre Freude an dem Buch haben, denn Laura Kneidl hat hier sehr, sehr viel beschrieben, umschrieben, sehr detailreich beschrieben, was ja nicht so 100% meins ist, weswegen ich das Buch streckenweise sehr, sehr langweilig fand. Und ich finde, es ist halt von der Story her, dafür, dass das ein 600-Seiten-Roman ist, nicht viel passiert. Ich finde, dieses Buch hat sich wieder mal gelesen wie eine 600-Seiten-Einleitung. Und das finde ich echt ein bisschen schade. Ich will den zweiten Teil aber auf jeden Fall mitlesen, denn ich will wissen, wie es mit den Charakteren weitergeht und ich will wissen, wie sich die Geschichte so weiterentwickelt. Und ich hoffe, dass der zweite Teil sich dann nicht so liest wie eine Einleitung und so kaugummiartig ist. Und ja, mehr gibt es jetzt nicht zu sagen. Ich gehe jetzt ein bisschen schneiden am Rechner und ich muss heute wieder relativ leise sein, denn Schatzi schläft nebenan, der hatte Nachtschicht. Und ja, mehr gibt es jetzt nicht zu sagen. Ich würde sagen, ich melde mich nächste Woche wieder. Bis dann! Hallo ihr Lieben, heute ist Donnerstag, der 15. November und ich dachte mir, ich melde mich mal und gebe euch mal ein Lese-Update, denn ich habe mich, glaube ich, seit Samstag nicht mehr bei euch gemeldet. Und ja, es ist ein bisschen was passiert, aber nicht extrem viel. Ich überlege gerade, was ich seit Samstag so gelesen habe. Ich glaube, habe ich Samstag den dritten Teil der Green Mountain Reihe schon beendet? Ich weiß es gerade nicht mehr. Weil es ja jetzt sich das jetzt halt doppelt und ich schneide es dann irgendwie raus. Ja, auf jeden Fall habe ich den dritten Teil der Green Mountain Serie beendet. Ich muss sagen, der dritte Teil war wieder richtig, richtig süß. War aber für mich im Großen und Ganzen kein Teil, der mich jetzt extrem begeistern konnte. Also da fand ich den zweiten und den ersten für mich persönlich noch ein bisschen besser. Ich freue mich jetzt aber auf den vierten Teil, wo es um Hunter und Megan geht. Und da bin ich schon sehr gespannt auf die Geschichte von den beiden. Ich glaube, im dritten Teil war bei mir einfach so ein bisschen das Problem, dass ich zu viel Zeit dazwischen gelassen habe, bevor ich das Buch beendet habe. Ich hatte es ja angefangen zu lesen, 110 Seiten, und dann ging das ja hier bei mir im September mit diesen Mega-Rezensionsexemplaren los. Und dann habe ich ja nur noch Rezensionsexemplare gelesen und das Buch lag bis jetzt halt hier rum 2 Monate. Und ich glaube, das war einfach zu viel Zeit, die zwischen dem Anfang und dem Weiterlesen vergangen ist. Das war nicht cool, das mache ich auch nicht nochmal. Ja, auf jeden Fall habe ich den dritten Teil beendet. Wie gesagt, war wieder ein richtig cooler Teil der Reihe und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und dann lese ich aktuell, das werde ich dann jetzt gleich als nächstes fertig lesen, Wie die Erde um die Sonne von Brittany C. Cherry. Da habe ich jetzt, glaube ich, noch so 40 Seiten ungefähr. Und das Buch gefällt mir bisher richtig gut. Und ich muss sagen, ich finde das Cover ja jetzt hier nicht so schön. Aber ich weiß jetzt, warum der Typ auf dem Cover aussieht, wie er aussieht. Das erfährt man auf Seite 180 auf jeden Fall. Warum dieser Typ auf dem Cover so aussieht, wie er aussieht. Und warum er so dasteht, wie er dasteht. Wenn euch das interessiert, lest das Buch. Ja, ich muss sagen, dass ich den vierten und letzten Teil der Romance Elements Reihe eigentlich soweit ganz cool finde, aber ich verstehe diese Familie einfach nicht. Es geht ja hier um 3 Schwestern. Die jüngste Schwester Lucy ist unsere Protagonistin in diesem Buch und Lucy wird immer so als Hippie-Braut beschrieben, wo ich aber finde, so schlimm Hippie-Braut ist die gar nicht. Und sie ist halt ein sehr gefühlsbetonter Mensch, was ich absolut verstehen kann, denn ich bin auch ein Mensch, der immer sehr auf emotionaler Ebene handelt. Jeder Test, den ich bisher gemacht habe in diese Richtung, ist bei mir, kommt raus, ich bin ein emotional denkender Mensch. Also ich denke auch in Emotionen und deswegen kann ich Lucy hier auch absolut gut verstehen. Und ihre 2 Schwestern, die gehen so einfach mal gar nicht. Also die sind alle beide irgendwie total, die haben beide ein Rennen. Also das ist so, ich kann das einfach nicht nachvollziehen und ich verstehe das alles nicht so richtig. Also diese ganze Familie ist so ein bisschen verrückt, nennen wir es so, und ich verstehe das halt nicht hundertprozentig. Und ich muss halt auch sagen, dass mir hier so ein bisschen das Drum und Dran fehlt in der Geschichte. Wir machen hier teilweise relativ große Sprünge. Man weiß immer nie so genau, wie viel Zeit jetzt vergangen ist. Und ich sag mal, dieses Buch ist für mich nicht hundertprozentig rund. Ich mag die Story unglaublich gern. Also ich finde die Geschichte von Graham und Lucy wirklich toll. Ich finde den Ansatz der Geschichte toll. Ich finde das Thema in der Geschichte toll. Aber mir fehlt hier einfach so ein bisschen Drum und Dran. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ja, das Buch ist jetzt auch nicht sonderlich dick, also da hätte man locker noch so 50, 60 Seiten mehr schreiben können, dann würde es das Ganze auf jeden Fall besser abrunden. Ansonsten muss ich hier wirklich an dieser Stelle für mich jetzt persönlich einfach einmal die Übersetzung loben.
Ich finde die Übersetzung wunderschön. Ich bin kein Mensch, der Post-its in Bücher klebt, aber ich hätte mir hier dieses ganze Buch mit Markern vollkleben können, weil hier einfach so viele schöne Stellen in diesem Buch sind. So viele tolle Sätze und Metaphern und Dinge und... Also was das betrifft, hat die Übersetzung hier für mich auch auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet. Und ja, ich mag das Buch im Großen und Ganzen, aber es ist halt nicht komplett rund. Es ist dann... Ich habe gestern an der Stelle aufgehört... Eigentlich eine doofe Stelle zum Aufhören, weil da gerade nochmal ein Plot-Twist kam, aber ich war einfach so müde, ich konnte nicht mehr lesen. Und ja, das beende ich jetzt, aber ich kann ja schon mal sagen, dass mir das im Großen und Ganzen gut gefällt. Ansonsten ist bei mir noch ein neues Buch eingezogen und zwar kam das gestern an, nämlich das Schätzchen hier. Funkeln der Ewigkeit von Jennifer L. Armentrout, der vierte und letzte Teil der Götterleuchtenreihe. Ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und ich freue mich, das Ganze fertig zu lesen. Und ja, dann habe ich hier noch als Rezensionsexemplar Iskari und das sind die zwei letzten Rezensionsexemplare, die ich jetzt aktuell zu Hause habe. Und ich freue mich jetzt schon sehr, die beiden Bücher zu lesen. Ich habe Talon gestern noch beendet, siehst du? Das wollte ich noch erzählen. Tja, da haben wir es. Ja, Talon, was auch immer. Ich habe die Reihe jetzt beendet. Ich kann nur sagen, dass es eine wirklich, wirklich tolle Jugendbuchreihe ist. Es ist eine Jugendbuchreihe wirklich auch für jüngere Leser. Also man kann diese Reihe guten Gewissens seinem 12-jährigen Kind zu lesen geben. Es ist keine Reihe, die irgendwie brutal ist oder wo irgendwelche Liebesszenen drin vorkommen, die da nicht reingehören. Also das gar nicht. Es ist definitiv eine Jugendbuchreihe für jüngere Leser. Ich bin froh, dass ich die Reihe jetzt beendet habe. Ich war mit dem Ende auch wirklich sehr zufrieden. Ich habe aber für mich gemerkt, dass es einfach zu lange her ist, dass ich Teil 1, 2, 3 gelesen habe. Denn es sind Dinge am Ende vom fünften Teil nochmal kurz aufgegriffen worden, wo ich überlegt habe, ja, ich erinnere mich, dass das in dieser Geschichte mal erwähnt wurde. Ich habe aber keine Ahnung mehr wann und in welchem Zusammenhang. Das ist halt so ein Ding, wo ich sage, ne, das ist halt von Nachteil, wenn die Bücher halt zu weit auseinander liegen. Wobei ich sagen muss, angefangen hat die Reihe 2015. 15, 16, 17, 18, ja gut, 4 Jahre. Ist schon eine ganze Weile, wie man die Reihe mit sich nimmt. Ne? Und vor 4 Jahren habe ich den ersten Teil gelesen. Ich weiß noch im Groben, was passiert ist, aber alles weiß ich dann nun auch nicht mehr. Ja, auf jeden Fall habe ich die Reihe beendet. Ist eine super tolle Jugendbuchreihe. Ich mache dazu auch nochmal eine Reihenvorstellung, die wird dann wahrscheinlich schon online sein, wenn dieses Video hier online geht. Ich kann die Reihe wirklich nur jedem empfehlen, der gerne Drachengeschichten liest und der gerne Jugendbücher, so richtig Jugendbücher, Bücher halt mäßig liest, so für jüngere Leser auch. Und ja, mehr gibt es zum Thema Lesen eigentlich auch nicht zu sagen. Ich habe noch was bekommen und das strahlt hier auch schon auf mich herab. Ich weiß, dass es einige Leute da draußen gibt, die das jetzt wieder haten werden, die jetzt wieder sagen werden, du hast deine Seele verkauft. Nein, habe ich nicht. Und zwar, ich habe ein Kooperationsangebot bekommen von der Firma BenQ. Und ich weiß nicht, wer von euch It's All Started with Harry guckt. Die liebe Nina hat dieses Angebot auch bekommen. Und zwar die Firma BenQ mir ein Kooperationsangebot gemacht, eine Leselampe zu testen. Und das mache ich gerade. Ich habe diese Leselampe heute bekommen. Ich habe sie aufgebaut. Ich habe sie jetzt hier hergestellt. Und ich finde, sie macht echt krass helles, cooles Licht. Und man hat mit dieser Lampe verschiedene Funktionen. Und das werde ich jetzt in den nächsten Tagen alles ausführlich testen. Ich werde gucken, wie diese Lampe funktioniert, wie die sich biegen, machen lässt und alle solche Dinge. Und dann werde ich euch sagen, wie mir die Lampe gefallen hat. Und ich werde natürlich ehrlich sein. Und ja, ich habe diese Lampe natürlich kostenfrei, weil es eine Kooperation ist, vom Anbieter von BenQ zur Verfügung gestellt bekommen. Ich bekomme aber kein Geld dafür, für die Aussagen, die ich treffe. Und ich treffe meine Aussagen, die ehrlich sind. Das möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal einmal mit erwähnt haben. Nicht, dass jetzt hier einer kommt und sagt, die Meinung ist gekauft. Nein, wenn ich mit diesem Produkt nicht zufrieden bin, dann werde ich euch das auch auf jeden Fall sagen. Weil ich finde, für das Geld, was diese Lampe kostet, muss man auch zufrieden sein und dann sollte man auch ehrlich sein. So, und wer jetzt hier rummeckert, weil ich eine Kooperation eingegangen bin, den werde ich einfach meckern lassen, weil es interessiert mich ehrlicherweise nicht. Ich habe schon keine Ahnung, wie viele Kooperationsangebote abgelehnt, was ihr ja alle immer so gar nicht mitkriegt, weil ich einfach fand, dass diese Dinge hier nicht zu mir und zu diesem Kanal passen. Aber ich dachte mir, diese Leselampe passt super auf den Kanal. Ich wollte schon lange eine neue Leselampe haben. Ich fand diese optisch einfach cool aus und ich, wie gesagt, finde, sie macht echt ein krass cooles Licht. Und ja, wenn ich die Lampe getestet habe, sage ich euch Bescheid, wie sie mir gefallen hat. Da wird dann nochmal ein extra Video kommen. Wie genau dieses Video aussehen wird und wie ich das alles verpacke, das weiß ich noch nicht. Da werde ich mir in den nächsten Tagen mal Gedanken drüber machen. Und ja, ansonsten gibt es jetzt auch gar nicht mehr zu dieser ganzen Sache zu sagen. Ich würde sagen, ich melde mich später wieder und jetzt lese ich erstmal Wie die Erde um die Sonne fertig. Und danach werde ich mit Iskari anfangen.
Bis dann. Heute ist Donnerstag, der, ich glaube, 22. November und ich habe mich seit vielen, vielen Tagen nicht gemeldet. Ich weiß ehrlicherweise gerade gar nicht, wann ich mich das letzte Mal überhaupt gemeldet habe. Ich weiß nur, dass ich dieses Weekly Reading noch nicht beendet habe und deswegen dachte ich mir, ich gebe euch einen kurzen abschließenden Bericht und ich beende dieses Weekly Reading, was ein Weekly, Weekly, Weekly Reading inzwischen ist. Also ich glaube, das geht jetzt schon über 3 Wochen, dieses Weekly Reading. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, wann ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Ist ja auch egal. Es ist ein bisschen was passiert bei uns. Als allererstes folgt Milo, geht es super. Das Beinchen heilt. Es wird von Tag zu Tag besser. Aber wir müssen das zweite Bein jetzt wohl doch operieren lassen, weil es wieder ein bisschen instabiler geworden ist. Und der Arzt meinte, das machen wir dann aber erst irgendwann nächstes Jahr. Ende Januar, Februar, irgendwann, wenn das andere richtig gesund ist. Vorher macht das keinen Sinn. Deswegen haben wir da jetzt noch eine Schonfrist. Und ja, wie gesagt, das Beinchen jetzt ist super abgeheilt. Es funktioniert alles soweit wieder. Springen kann er noch nicht, aber er versucht schon wieder ein bisschen die Treppe hochzulaufen. Also kleine Schritte und ja, das wird schon aber alles wieder. Dann habe ich ja die Talon-Reihe beendet, das hatte ich euch ja, glaube ich, erzählt. Dann habe ich Iskari 2 gelesen. Ich weiß gerade nicht, ob ich euch darüber irgendwas erzählt habe. Auf jeden Fall Iskari 2 hat mir gut gefallen, war aber mehr Love Story als High Fantasy Buch. Ich glaube, dass das einige ziemlich enttäuschen wird, sag ich mal, weil ich habe mir von der Geschichte auch auf jeden Fall was ganz anderes versprochen. Wie gesagt, ich fand es gut, ich mag ja Liebesgeschichten, ich finde das ja toll, wenn das im Fokus steht, aber viele mögen das halt auch eben nicht und ja, mehr dann dazu in meinem Video, was ja eigentlich in dieser Woche, wo ihr das jetzt seht, schon online gegangen sein müsste. Rein theoretisch, wenn ich meinen Drehplan einhalte. Ja, ansonsten habe ich dann jetzt angefangen, den 4. und letzten Teil der Götterleuchtenreihe zu lesen, und zwar Funkelnde Ewigkeit. Und dieses Buch ist einfach mal rosa. Es ist rosa. Es ist ein rosafarbenes Buch. Der Schutzumschlag, den mache ich ja zum Lesen immer ab. Der liegt da drüben. Ich habe jetzt die ersten 160 Seiten gelesen und ich habe mir jetzt gesagt, du hörst jetzt heute auf zu lesen, Susi. Du möchtest das Buch noch ein bisschen genießen. Es ist der letzte Teil der Reihe. Du wirst so schnell nicht wieder zur Covenant Series und den ganzen Charakteren zurückkehren. Also die Covenant Series ist ja die Dämonentochter-Reihe im Prinzip, womit ja alles angefangen hat, denn das ist ja im Prinzip das Spin-off zur Dämonentochter. Und ja, man wird so schnell in diese Welt nicht zurückkehren und das ist jetzt quasi das 9. Buch aus der Reihe und die Charaktere sind einem echt mega ans Herz gewachsen und das ist schon traurig, wenn man weiß, man kehrt dahin nicht mehr zurück und deswegen teile ich mir dieses Buch ein und ich lese jeden Tag nur so ein bisschen, weil ich nicht möchte, dass es so schnell zu Ende ist. Einige von euch werden das sicherlich nachvollziehen können, andere werden sagen, bist du bekloppt, aber ja, so ist das. Also das Buch teile ich mir gerade noch ein. Ein zweites Buch lese ich gerade im Moment nicht, weil ich im Moment ein bisschen mehr am Playstation-Spielen bin als am Lesen. Ich brauche nach diesen 2 Marathon-Monaten, was das Lesen anbelangt, September, Oktober, jetzt einfach mal ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge und deswegen spiele ich im Moment ein bisschen mehr Playstation als vorher, weswegen das Lesen ein bisschen zurücktreten muss und ich denke mal, das werde ich so das erste Quartal 2018 wahrscheinlich auch noch mit so durchziehen, denn es kommt im Januar der 3. Teil von Kingdom Hearts raus und das muss ich spielen. Ich liebe Kingdom Hearts und da muss das Lesen einfach mal ein bisschen zurückstehen und ja, nur dass ihr euch schon mal nicht wundert, falls dann es ein bisschen ruhiger wird von mir zum Jahreswechsel. Dann haben wir einen neuen PC gekauft. Ich glaube, das hatte ich euch auch schon erzählt. Das war jetzt auch so ein Krimi mit diesem PC. Wir hatten jetzt die letzten Monate noch gespart und das Geld, was wir zur Hochzeit noch bekommen hatten, hatten wir gespart. Und ja, haben uns jetzt einen neuen PC gekauft. Unser Rechner, den wir jetzt haben, ist 10 Jahre alt oder 12. Also ist schon ein bisschen älter. Also wer von euch ein bisschen Ahnung hat, weiß, dass 10 Jahre für einen PC echt mega alt sind. Und ja, deswegen wurde es jetzt mal Zeit für einen neuen. Und vielleicht brauche ich dann nicht mehr 2 Stunden, um ein Video zu exportieren. Ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass das dann alles auch für mich ein bisschen schneller geht, dass ich nicht mehr das ganze Wochenende damit verbringe, Videos zu schneiden und zu exportieren und hochzuladen. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, wenn wir den neuen Rechner dann haben. Wenn alles gut läuft, habe ich den am Sonntag zum Hangout schon. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das klappt. Wenn nicht, mache ich das Hangout noch mit dem alten PC, das ist ja kein Problem, aber vielleicht habe ich da den neuen PC schon. I'm so excited! Ja, ich bin auf jeden Fall schon mega gespannt auf den Rechner. Unser Kumpel baut den gerade zusammen. Und ja, wie gesagt, es war so ein bisschen Krimi, bis wir alle Teile hatten und
immer war irgendwas nicht lieferbar und dann haben wir ein Ersatzteil, also ein anderes Teil davon gekauft und dann war das auch wieder nicht lieferbar und beim RAM hatten wir das jetzt dreimal und jetzt haben wir halt anderen RAM gekauft, wo man wieder mehr Geld bezahlen musste, weil alles andere nicht mehr lieferbar war und die RAMs, die lieferbar waren, die wollten wir nicht und es war jetzt ein ziemlicher Krimi, aber die Firma, wo wir das Ganze bestellt haben, war zum Glück sehr kulant und ist uns da auch mit einigen entgegengekommen. Und also der RAM müsste dann morgen kommen, laut DHL, also ich bin gespannt. Und wenn der RAM eingebaut ist, muss der Rechner nur noch aufgesetzt werden, also Betriebssystem und der ganze Kram wieder drauf. Und dann kann das Baby loslegen und ich bin so gespannt, aber mein Bester muss natürlich erstmal alles wieder installieren. Es muss mein ganzer Schneidescheiß muss wieder drauf, meine Videos müssen wieder drauf, das OBS muss wieder drauf. Und ich hoffe wirklich, dass das bis Sonntag alles klappt, weil ich wollte mit Annika über das OBS skypen. Und beim OBS ist es so, das ist ja so ein Stream-Programm, das nutzen ja auch viele Twitcher. Nennt man das Twitcher? Das sind ja keine YouTuber, also Leute, die so auf Twitch streamen und so, die nutzen das halt viel, also viele Gamer. Weil man damit halt viele coole Sachen machen kann. Und ich hatte das für Annika und mich jetzt auch schon eingerichtet für Sonntag, für unser Hangout, dass man das so uns beide halt dauerhaft sieht und dass ich immer so komisch hin und her springt. Und ich bin gespannt, ob das dann noch funktioniert. Wenn nicht, machen wir unser Hangout ganz normal über Google im Notfall. Auf jeden Fall haben wir jetzt dann bald einen neuen PC. Ich bin schon so gespannt drauf. Dafür fällt Weihnachten und Geburtstag dieses Jahr etwas kleiner aus. Aber egal. Der Rechner hatte jetzt Vorrang und er war jetzt wichtiger. Und wir sind ja eigentlich auch schon groß. Und eigentlich brauchen wir auch nichts mehr zu Weihnachten und zum Geburtstag. Aber so eine Kleinigkeit macht man ja eigentlich doch. Aber diese Kleinigkeit wird dann halt dieses Jahr noch ein bisschen kleiner. Naja, egal. Hauptsache, wir haben einen neuen Rechner, weil ich habe echt jedes Mal Angst gehabt, wenn ich da den ganzen Tag an dem PC saß, dass der mir irgendwann aussteigt und anfängt zu qualmen, weil der einfach, wie gesagt, schon so alt ist und er hat auch schon ganz viele üble Geräusche gemacht. Und ja, jetzt rede ich schon wieder viel zu viel und viel zu lang. Ansonsten gibt es eigentlich nichts weiter Neues zu berichten. Meine Freundin zieht am Samstag um, da werde ich ein bisschen mit beim Umzug helfen. Ich hasse Umzüge, aber sie hat bei unserem Umzug, wo wir hergezogen sind, auch so mega mitgeackert, da kann ich sie nicht hängen lassen. Deswegen, Samstag wird Umzug gemacht, Sonntag wird dann gedreht und geschnitten, wie immer. Und ja, dann ist ja auch schon bald Weihnachten. Oh mein Gott, es ist bald Weihnachten, was ist hier los, ey? Ich glaube, es sind aktuell jetzt noch 5 Montage bis Weihnachten, haben sie die Woche im Radio gesagt. Das ist so übel. Und am Montag nächste Woche macht auch der Weihnachtsmarkt auf. Das ist irgendwie alles noch so unwirklich, auch wenn schon überall die Lebkuchen rumstehen und so, aber es ist trotzdem irgendwie alles noch so weit weg, ich weiß nicht. Wie geht euch das denn so in der Weihnachtszeit? Geht euch das dann auch so, dass sie auf einmal da ist oder kommt ihr da so langsam rein? Bei mir ist das dann immer so, boom, sie ist dann halt auf einmal da, die Weihnachtszeit. Aber ja, ich bin auch noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Ich habe auch noch nicht ein einziges Weihnachtsgeschenk gekauft und ja, ich muss auch noch ein paar Geburtstagsgeschenke besorgen. Wir haben Ende November, Anfang Dezember immer mega viele Geburtstage. Und das ist echt immer ätzend, weil wir sind im Dezember eigentlich immer pleite wegen Weihnachten, Geburtstagen und allem. Und es ist immer so ätzend. Aber alles wird gut. Ich will mich ja nicht beschweren. Uns geht's gut. Dieser Fernseher reflektiert übelst stark in meiner Brille. Und das merke ich jetzt nach 10 Minuten. Es tut mir leid. Ja, aber ansonsten geht's uns gut. Alle soweit im grünen Bereich. Und mehr gibt es jetzt eigentlich an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Ich freue mich dann, wenn ich jetzt Götterleuchten in den nächsten Tagen beende. Ich werde sehr traurig sein, wie gesagt, wenn die Reihe vorbei ist. Ich liebe diese Reihe. Das ist der 9. Teil, den ich jetzt aus dieser Reihe lese. Ich begleite diese Charaktere schon 9 Bücher. Und dann ist es vorbei. Aber ich kann mich ja trösten. Jetzt kommt ja das Obsidian Spin-off Revenge. Und der 2. Teil von Wicked kommt jetzt auch. Und ja, es kommen auf jeden Fall noch Jennifer Armentrout Bücher. Und ich bin jetzt nicht ganz am Boden zerstört, aber ich bin trotzdem traurig, wenn die Reihe vorbei ist. Ja. Ich weiß noch nicht, was ich danach lese. Eigentlich hatte ich ja überlegt, endlich mal Solange wir schweigen zu lesen. Und Heartless wollte ich auch unbedingt lesen. Und All In liegt auch noch hier. Also es ist doch einiges zu lesen da. Aber das ist aktuell mein letztes Rezensionsexemplar, wollte ich an dieser Stelle einfach einmal angemerkt haben. So, ich setze mal Brille wieder auf, weil ohne Brille gucken ist halt irgendwie blöd. Ja, also wie gesagt, das ist aktuell gerade mein letztes Rezensionsexemplar, was ich lese. Aber es müssten nächste Woche 3 kommen. Das sind dann aber die letzten 3 bis zum Jahresende und das reicht mir auch völlig hin. Es könnte sein, dass noch ein 4. kommt, aber da weiß ich noch nicht, ob das genehmigt ist. Aber wenn 4 Bücher jetzt bis zum Jahresende noch, das ist völlig okay, die kriege ich locker gelesen, ganz entspannt. Und ich frage dann auch erstmal nichts mehr an bis Februar oder so. Und ja, jetzt rede ich aber schon wieder viel zu viel und viel zu lang.
Ich werde dieses Weekly Reading jetzt auch endlich mal hier beenden an dieser Stelle. Dieses Weekly, Weekly, Weekly Reading. Also ich finde, ich habe jetzt wieder viel zu viel erzählt für dieses Video. Das wird jetzt bestimmt wieder ultra lang. Es tut mir voll leid. Ich glaube euch immer so mega voll. Ich wiederhole mich auch immer, weil ich immer nicht weiß, was ich euch schon erzählt habe. Und das merke ich dann beim Schneiden. Und dann schneide ich viel immer raus. Und dann denke ich mir, das ergibt jetzt nicht mehr wirklich Sinn, was du da erzählst. Weil manchmal so die Übergänge fehlen. Das ist echt furchtbar. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich höre jetzt auf, euch zuzulabern. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.